gut. Ja. Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Hi, servus. Ich bin's, euer Heubi von den Franconian Vipers und ich stehe am Stand von Bolt Airsoft. Die MP5 bzw. die SWAT von Bolt ist jetzt schon ein Jahr circa auf dem Markt, aber es ist jetzt eine Ergänzung da. Wir haben zum einen das MP5 SD in verschiedenen Versionen, auch mit Ausziehschaft, hier im Festschaft-Style und hier unten mit einer Rail montiert, die man allerdings abbauen kann für diejenigen, die es nichts ist. Bolt, ganz normal, super Qualität, auch von der Verarbeitung her. Wir haben einen kompletten Aluminium-Body, lediglich das Griffstück ist aus Kunststoff, aber das ist MP5 typisch, ist auch bei der Real Steel so, genauso wie der Schaft, aber auf jeden Fall aus sehr stabilem Kunststoff. Das Blowback-System bei der MP5 ist ebenfalls so stark wie bei den M4s beispielsweise, die wir aber nicht drauf eingehen, weil M4s gibt es zu selten und es würde die Kamera sprengen. Dann eine Besonderheit von Bolt, gut, ist Geschmackssache, ist zum Beispiel das Teil, es soll auch eine SD sein, aber ist irgendwie total, ich weiß nicht, sehr vergewaltigt, aber es gibt auch bestimmt dafür Käufer, auf jeden Fall. Internal bleibt alles beim Alten, alles gleich, bloß wie gesagt, das Frontend ändert sich. Ja. Zeigst du uns einfach mal, wer den Dicksten hat? Achso. Ja, ich habe kein Kärtchen oder sowas. Ja, nee, das meine ich gar nicht, aber aufgrund der. Achso. Ah, ja, okay. Warte mal. Das ist natürlich auch sehr schön, was den Take, cut. Das ist ganz einfach. Wer hat den Dicksten? Wer hat den Dicksten? Okay. Was bei der MP5 halt relativ schön ist, ist zum Beispiel, hier kann man unseren Slogan ausleben, was wir als FV haben, und zwar wer den Dicksten? Natürlich die MP5, wer sonst? Bolt bringt aber auch eine Neuerung. Jetzt haben wir schon M4s in zig verschiedenen Arten. Letztes Jahr, genau, M4 Mainbody. Und jetzt haben wir die MP5 letztes Jahr gehabt, aber jetzt bringt Bolt auch noch die AKs raus. Ist hier jetzt noch ein Prototyp, soll Ende diesen Jahres auf dem Markt erscheinen. Besonderheiten dabei ist ein neuartiges Hop-Up-System, was Feeding-Probleme zunichte machen. Und zwar wird die Kugel im Vornherein ein Stückchen weiter vorne festgehalten, sodass das Nozzle wesentlich mehr Zeit hat, die Kugel nach vorne zu drücken. Der Schuss löst sich erst dann, wenn ich den Abzug betätige. Genau. Aber was wollt ihr natürlich wissen, ob da auch dieses BRSS-System drin ist. Und ja, es ist drin. Ich demonstriere es mal schnell. Es ist total klasse. Man spürt den Rückstoß auf jeden Fall. Und ich finde, ja, es fehlt auf dem Markt. Es fehlt AKs in einer relativ guten oder in einer gescheiten Qualität auf jeden Fall auf dem Markt. Und hier haben wir die Kombination aus GBB und AEG in Perfektion. Noch nicht ganz, aber bald. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diese Waffe. Und ja, jetzt klingelt ein Handy vom Herrn Schreiber. Und aber mein... Moment, es kommt gleich... Ja,
du kommst gleich. Ich komme gleich. Was mir aber sehr am Herzen liegt, ist natürlich so ein Schmuckstück oder so ein Prototyp bei jemandem ans Herz zu legen, der auch wirklich das damit anfangen kann. Komm her, Schreiberchen. Ja. Jetzt erlebt sich selber. Ja. Richte mal in die andere Richtung. In die andere Richtung. Okay, das war's von uns von den Kundin Vibers am Bowl-Stand.